Hier ein ähnliches Beispiel wie der vorhergehende Klotz, nur eine Kiste der Masse M und diese wird nun von einer Kraft gezogen, welche in einem Winkel Alpha zur Horizontalen orientiert ist. Zu berechnen ist die Beschleunigung der Kiste für den Zeitpunkt T1 und es sind Haft- und Gleitreibungskoeffizienten zusätzlich zur Zugkraft T gegeben. Zuerst ist natürlich zu bestimmen, ob die Kiste überhaupt eine Bewegung erfährt. Jetzt ein Freikörperbild, nämlich nur die Kiste, die Unterlage ebenfalls weggeschnitten. Hier diese Zugkraft T unter dem Winkel Alpha, also T Cosinus Alpha und T Sinus Alpha. Was gibt's noch? Gewichtskraft, ja, das hat M, genau, also M mal G. Und dann natürlich eh schon besprochen die Normalkraft, die aus der Gewichtskraft resultiert. Und über die Reibung aus der Normalkraft die Reibkraft, Fr. So, das ist jetzt einmal alles und jetzt muss man sich einmal anschauen. Ich tue jetzt momentan so, als wäre es noch Statik. Also ich habe noch keine Geschwindigkeiten eingezeichnet oder so irgendwas, weil wir ja noch nicht wissen, ob es sich bewegt. Also wir schauen uns einmal über das Gleichgewicht an, ob es überhaupt eine Bewegung gibt. Was auf jeden Fall gilt, ist, dass die Normalkraft über die statischen Zusammenhänge, also Gleichgewichtszusammenhänge, m mal g minus t Sinus Alpha ist. Das ist das besagte Verringern durchs Anziehen und am Winkel. Und was mit der Reibung ist, naja, ich sage einmal so, ich hätte gerne, dass sich's bewegt. Und deswegen formuliere ich es gleich so, es bewegt sich, sobald dieser Horizontalanteil von t, t mal Cosinus Alpha, der muss zumindest gleich groß sein wie der Anteil aus der Hafttreibkraft. Der kriegt jetzt ein FRH noch, weil es noch eine Hafttreibkraft ist. Und das ist natürlich Normalkraft mal Hafttreibkoeffizient. Normalkraft haben wir ausgerechnet, das heißt, oder haben wir ausgedrückt durch die anderen bekannten Größen, die ist mg minus t Sinus Alpha mal μ h und die Ungleichung gilt nach wie vor. Das heißt, unser t mal Cosinus Alpha plus, wenn man das rüberbringt, μ h Sinus Alpha, also einfach diesen Term da auf die linke Seite gebracht, muss immer noch größer gleich sein mg mal Hafttreibkoeffizient. Und jetzt kann man eben genau das, was Sie gesagt haben, nämlich das t als Funktion der Zeit einsetzen hier und können eine Zeit ausrechnen, ab der das Gleiten beginnt. Das wäre dann, wenn man da einsetzt, b t0-Quadrat nenne ich das dann, weil ab t0 startet die Bewegung. Das ist t und das muss, wenn wir da jetzt durchdividieren, durch den gemeinsamen Faktor von t m mal g mu h durch Cosinus Alpha plus mu h Sinus Alpha sein. Und das heißt auch, unser T0 muss größer gleich sein Wurzel m mal g mal Hafttreibkoeffizient durch, wenn man da noch durchdividiert, b mal den Faktor mit den Winkelfunktionen Cosinus Alpha plus μ h Sinus Alpha. Und wenn man das ausrechnet, dann kriegt man da 1,8 Sekunden raus. Und glücklicherweise für die 2 Sekunden dann eine Bewegung, weil sonst könnte man aufhören. Dann hätten wir das Beispiel einordnen müssen im Bereich Statikmechanik 1a. Also ich mache da Hackerl her. Es gibt Bewegung für die Zeit 2 Sekunden. Naja, und dann, wenn jetzt sozusagen eine Bewegung stattfindet, dann mutiert das Gleichgewicht zum Schwerpunktsatz.
Man muss es eigentlich umgekehrt sagen. Der Schwerpunktsatz kann natürlich wesentlich mehr als das Gleichgewicht, aber er kann auch Gleichgewicht. Wenn Sie die Beschleunigung 0 setzen, ist der Schwerpunktsatz, die Summe aller Kräfte ist gleich 0, dann sind Sie beim Gleichgewicht. Sprich, wir machen jetzt mit der Gleitreibung und dem Schwerpunktsatz, den ich als SP-Satz abkürze üblicherweise, die Dynamikberechnung. Das heißt, wir brauchen auch eine Gleitreibkraft mit μ g mal Fn. Fn bleibt allerdings gleich von oben, nämlich m mal g minus t sinus alpha. Und aus dem Schwerpunktsatz wieder Skalar. Summe über alle Horizontalkräfte ist Masse mal Beschleunigung. Folgt dann, dass die Summe der Horizontalkräfte ist ja t cosinus alpha minus Gleittreibkraft muss m mal a von t sein, wenn Sie wollen. Kann man natürlich hinschreiben. Und dann kann man die Reibkraft wieder einsetzen und kriegt t cosinus alpha plus μ g sinus alpha minus μ g m mal g ist gleich m mal a. Für t eingesetzt, zum Zeitpunkt 1 hätte man gerne die Beschleunigung, 1 ist 2 Sekunden, also brauchen wir jetzt das t1-Quadrat mit dem Faktor da, das ist dann m von m mal a von t1, schreiben wir es gleich so her und dann formen wir auf a zum Zeitpunkt t1 um und erhalten b mal t1-Quadrat durch die Masse. Cosinus Alpha plus μ g Sinus Alpha minus μ g mal g. μ ist ja einheitenlos, g ist eine Beschleunigung. Das passt also da auch zusammen von den Dimensionen her. Und dann kriegt man hier 1,75 Meter pro Sekunde Quadrat.